So, liebe Freunde, ich grüße euch. Ich hatte gerade den Gedanken, und den setze ich mit diesem Video in die Tat um, den wirklich archaischen und heute umso mehr wichtigen Unterschied zwischen Intellekt und Vernunft auf astrologischer Basis im Sinne der Astropolarity-Lehre hier noch einmal zu beschreiben. Wer nämlich Intellekt und Vernunft gleichsetzt, als wenn das Gleiche wäre, der irrt sich gewaltig. Beide Phänomene, nenne ich es mal so, menschliches Vermögen ist das ja jeweils, beziehen sich nach der APL auf den Planeten Merkur, der aber auch gemäß der APL in zwei verschiedenen Gewändern auftaucht, nämlich einmal im Gewand des Zwillingsarchetyps und einmal im Gewand des Jungfrauarchetyps. Und darauf werde ich mich jetzt beziehen. Das, was man unter Intellekt versteht, und intelligere, lateinisch, heißt unterscheiden, also in Einzelteile aufteilen und alles einzeln unterscheiden können. Je nach Standpunkt. Der Intellekt wird dem Zwillingsarchetyp zugeordnet. Und wenn es darum geht, die Einzelteile der Dinge betrachten zu können, und da liegt schon der erste Fehler vor, den man macht, wenn man zum Beispiel über die Jungfrau nachdenkt, da wird das nämlich oft auch mehr oder weniger so gesehen, dass die so detailverliebt wäre. Ja, ist sie aber aus einem ganz anderen Grund, komme ich noch zu. Wenn man also diese ganzen Einzelteile sich anschaut, dann kommt es ja darauf an, an welchem dieser Einzelteile man gerade auf das Ganze versucht zu schauen. Das heißt, dass unter seiner Kernaussage für das Zwillingsprinzip und damit für das, was man unter Intellekt und damit auch unter einem intellektuellen Menschen versteht, diese ganzen Einzelteile, die der Intellektuelle aufgrund seines Vermögens betrachten kann, führen aber dazu, dass er je nach Standpunkt oder Standort eine jeweils andere Sicht einnehmen kann. Was nämlich dann heißt, dass im Kern des Wesens des Zwillingsprinzips und damit im Kern des Wesens eines Intellektuellen, und davon gibt es heute jede Menge, dass diese Menschen eigentlich standpunktlos sind, weil sie jeden Standpunkt einnehmen können, um irgendetwas zu betrachten. Das heißt, sie können für jedes Argument auch ein Gegenargument finden. Und das hat dann natürlich was mit der jeweiligen ideologischen Ausrichtung zu tun, in der man sich gerade befindet. Da kann man dann eben halt auch je nach ideologischer Ausrichtung die Dinge in Einzelheiten in Einzelteile unterteilen und dann daraus ein Argument ziehen und das da noch dazufügen und da noch ein Argument und so weiter und so weiter. So, und jetzt gehen wir mal im Tierkreis 90 Grad weiter. Das ist nämlich dann ein Quadrat, und Archetypen, die sich im Tierkreis durch ein Quadrat unterscheiden oder 90 Grad auseinander liegen, die sind inhaltlich unvereinbar. Prinzip des Quadrataspekts. Dann kommen wir zur Jungfrau. Jungfrau ist Vernunft. Warum? Nicht Vernunft im Sinne von Kant, der Vernunft gleichgesetzt hat mit dem Vermögen, Ideen zu entwickeln und zu erkennen. Na, das gehört in den dritten Quadranten. Aber hier geht es um den ersten und zweiten Quadranten, um Zwillinge, Archetyp und Jungfrau-Archetyp. Jungfrau-Archetyp ist zweiter Quadrant. Und Vernunft, das ist ein Wort, was aus dem Althochdeutschen von vernehmen, sprich wahrnehmen, kommt. So, und was macht die Jungfrau? Sie nimmt all die Dinge wahr, die potenziell der Seele Schaden zufügen können. Und weil die Jungfrau ja eben ein Archetyp des zweiten Quadranten ist, muss man Vernunft im Sinne der APL bzw. der entsprechenden astrologischen Denk- und Fühlrichtung verstehen als einen seelischen Reflex, der immer dann einsetzt,
wenn Gefahr im Verzug ist. Und dann reagiert man aufgrund des seelischen Reflexes in einer vernünftigen Weise. Also ganz simples Beispiel, man läuft über die Straße, da kommt ein Auto, also springt man schnell zur Seite, damit man keinen Schaden nimmt. Einfaches Beispiel. So, diese Vernunft setze ich auch, und das ist auch eine Erfahrung der ganzen letzten Jahrzehnte, gleich mit dem, was ich auch in verschiedenen früheren Videos den sogenannten gesunden Menschenverstand bezeichnet habe. Und damit ist der gesunde Menschenverstand ein menschliches Vermögen, was sich absolut vom Intellekt unterscheidet. Und zwar vor allem im Sinne, dass die Vernunft für den Menschen oder der gesunde Menschenverstand für den Menschen dazu führt, dass er einen Standpunkt hat. Hier geht es nicht um richtig oder falsch. Hier geht es nur darum, kann man einen Standpunkt haben im Sinne von Vernunft und gesundem Menschenverstand, oder kann man das aufgrund der starken intellektuellen Prägung, kann man ja in Geburtsbildern alles sehr schnell sehen, kann man einen Standpunkt im Grunde genommen nicht haben. Und wenn der Wind irgendwie ein bisschen anders wird, dann nimmt man halt einfach einen anderen Standpunkt ein. Das ist das typische Merkmal von sogenannten Intellektuellen, denen, und jetzt kommt wieder noch ein ganz starker Unterschied zur Jungfrau, denen die seelische Anbindung ihrer eigenen Gedanken fehlt. Das ist beim Jungfrau-Archetyp nicht der Fall. Ich rede jetzt erstmal nur von Archetypen, nicht von entsprechenden Menschen mit dieser Prägung, obwohl sich das natürlich bei denen dann auch mehr oder weniger je nach Geburtsbild auch so zeigt. Der Zwillingsarchetyp hat keine Anbindung seiner Gedanken, die alles Mögliche unterscheiden können, an seinen seelischen Zustand. Das kennt er nicht. Und in diesem Sinne ist der, kann man auch sagen, seelisch im Sinne der Gedankenverbindung, die fehlt, unsicher. Bei der Jungfrau ist das nicht der Fall. Das heißt also, wenn der gesunde Menschenverstand, die Vernunft, also im Grunde genommen etwas erkennt, dann ist das gleichzusetzen mit dem Gefühl einer ganz tiefen, archaischen Sicherheit, die in dieser Erkenntnis zum Ausdruck gebracht wird. Insofern, in der heutigen Zeit gibt es sehr, sehr viele sogenannte Intellektuelle, die in der Lage sind, alles Mögliche von allen möglichen Seiten aus zu betrachten und überhaupt gar nicht zu irgendeiner klaren, inhaltlich auch eindeutigen Aussage kommen. Und wir wissen ja aus den Ereignissen der letzten Jahre, dass es sowas wie zwei Lager gab. Ich kann das jetzt mal darauf reduzieren, nämlich die Intellektuellen, die dann auch im Sinne einer entsprechenden Ideologie ihre Ansichten verbreitet haben, und denen mit dem sogenannten gesunden Menschenverstand. Der gesunde Menschenverstand ist eine ideologiefreie Zone, der Intellekt nicht. Es gäbe dazu noch sehr, sehr viel zu sagen. Da könnte ich ein dreitägiges Seminar drüber machen. Mit entsprechenden Beispielen auch. Aber das geht hier nicht. Auf jeden Fall zunächst mal einfach ein schönes Wochenende. Und ja, bis bald. Bis bald. Kopf hoch. Und aufrecht bleiben. Danke.